Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Heute im Kalender Kuru Kuru Kururin. Oder wie es eigentlich heißt. Ein nettes, kleines, sehr buntes Geschicklichkeitsspiel und, wie sich herausstellen wird, vor allem eine Geduldsprobe. Falls ihr von diesem Video erwartet, dass ihr das Spiel etwas besser kennenlernt, vergesst das. Ihr werdet mehr darüber erfahren, was für eine Art Mensch ich bin. Es handelt von Vögeln. Weil wir mit Vögeln etwas unachtsam waren, sind nun einige der kleinen Biester in der ganzen Welt verstreut. Da wir aber auch gleichzeitig sehr gut zu Vögeln sind, oder eben auch selbst ein Vogel, versuchen wir, wieder einen Vogel zu haben. Leckt mich, ich habe jetzt keinen Bock, mir Wortspiele auszudenken und der Satz ist definitiv nicht mehr zu retten. Das hier ist ein Rage Quit, basta! Kurzum, wir steuern ein rotierendes Schiff und müssen von A nach B kommen, während wir ab und zu einen Vogel retten. Aber wehe, 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 wenn wir an einer der Levelwände andotzen. Dann gibt's Abzug. Und wehe, 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 wir dotzen dreimal an die Wände an. Dann wird irgendwo in Mittelschwaben ein Wegglas mit eingelegtem Gemüse runtergeworfen. Und wir fangen das Level nochmal von vorne an. Darf ich eigentlich fragen, wer so ein Raumschiff entwirft? Das klingt jetzt nach einem super nervigen Spiel, ist es aber nicht. Tatsächlich ist es gut gemacht, ein cooles, herausforderndes Konzept und einzigartig. Diese Idee habe ich so noch nirgendwo gesehen. Und sie ist eigentlich auch spannend. Dazu kommt ein wirklich gelungener Soundtrack. Und trotzdem habe ich meinen Spaß da nicht. Grund ist, dass ein Timer mitläuft. Theoretisch darf man sich für das Lösen eines Levels so viel Zeit nehmen, wie man will. Aber der Timer treibt mich an. Ich will gut sein und nicht trödeln. Unweigerlich führt das aber zu Unsauberkeiten und ich berühre die Wand. Langsam aber sicher kämpfe ich mich in einem Level vor und scheitere immer später im Parcours. Weil ich den Anfang des Parcours aber bis dahin schon 10-mal bearbeitet habe, will ich ihn so schnell wie möglich hinter mich bringen und am nächsten Problem arbeiten. Dadurch werde ich noch unsauberer und verliere noch mehr Herzen zu Beginn, was dazu führt, dass ich den späteren Teil des Parcours nicht mehr erreiche. Es ist eine Mischung aus Ehrgeiz, Ungeduld und Genervtheit vor Wiederholung, die mich dazu bringt, in dem Spiel halt einfach nicht gut zu sein. Ja, oder vielleicht bin ich auch einfach zu grob motorisch. Aber das sind doch große, starke, gute Hände. Nichtsdestotrotz, es ist ein klasse Spiel. Man darf es gerne mögen. Ich würde euch sogar dazu raten, es mal auszuprobieren. Es ist wirklich gut. Nur halt einfach nichts, was mit meinem Spielstil und Charakter kompatibel ist.